So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt hässlich. Ich möchte gerne mit hässlichen Menschen sprechen oder die sich für hässlich halten. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die mit Leuten zusammen sind, die sich selbst als hässlich empfinden oder die von anderen Leuten als hässlich, ja, bezeichnet werden. Dann würde ich auch gerne mit Menschen sprechen, die vielleicht durch einen Unfall oder durch eine Krankheit plötzlich entstellt sind und auch nicht mehr so unseren Schönheitsnormen und Idealen entsprechen. Das ist unser Thema, hässlich. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ich würde mich freuen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute ist die Svenja und Svenja ist 24 Jahre. Hallo Svenja. Hallo Domian. Hallo Svenja. Warum hast du angerufen zum Thema hässlich? Ja, und zwar mein Thema ist, also ich bin 24 und ich war eigentlich immer so, sag ich mal, schlank bis moppelig. Und mit 16 ist es dann ausgeartet, dass ich dann auf 130 Kilo gekommen bin. Oh. Bei einer Größe von 1,73. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, jetzt nochmal der Zeitpunkt, wo man abnehmen muss. Habe etwas über ein halbes Jahr gebraucht, um 60 Kilo abzunehmen. Immerhin? Ja. Immerhin? Du sagst, ich habe etwas über ein halbes Jahr gebraucht. Das ist ja noch eine Rekordsache eigentlich, in einem halben Jahr 60 Kilo abzunehmen. Ja, das sagen viele, aber es musste auch sein. Es sah auch wirklich total unästhetisch aus. Aber wenn ich mich jetzt so sehe, denke ich also, vorher wäre, glaube ich, besser gewesen. Warum? Ja, weil ich habe schon von klein auf eine Bindegewebsschwäche. Ah, jetzt hängt alles. Genau, also es hängt sehr extrem an den Armen, am Bauch, an den Beinen, am Busen. Also diese große Abmagerungsarie war quasi, ja, letztes Jahr und es ging bis in dieses Jahr hinein. Also nein, ich habe bis zum letzten Jahr habe ich abgenommen, also ich bin letztes Jahr bin ich schlank gewesen dann und das schleppt das dann jetzt halt. Ach so, du schleppst es ja schon seit einem Dreivierteljahr mit dir rum ungefähr. Genau. Versuch es zu beschreiben, also doch noch ein bisschen eingehender zu beschreiben. Also musst du dir das so vorstellen, ich bin ja 1,73 groß, also ich habe eine gute stattliche Größe. Ja. Verpackt sieht ja alles schön aus. Ja. So, aber wenn jetzt wenn ich jetzt den BH ausziehe oder so, dann springt da erstmal alles raus, fällt dann nach unten. Ja. Wenn ich zum Beispiel zu Hause alleine bin, wenn mein Freund nicht da ist und ich laufe dann mal in Unterhose oder so rum, also diese an den Oberschenkeln zwischen den Beinen, also das wackelt so wie, du musst dir vorstellen, wie Wackelpudding. Es bewegt sich hin und her, wenn du da reingreifst, also du fühlst auch nur diese Haut und so diese Drüsen, diese Knibbelchen. Hängt denn die Haut am Bauch zum Beispiel richtig so wie so ein Wulst runter? Ja, also am Bauch, an den Beinen, an den Oberarmen und der Busen halt. Ja. Du hast jetzt ein Gewicht von... Ich wiege jetzt momentan 68 Kilo. Das ist ja eigentlich perfekt, ne? Ist eigentlich ein super Gewicht. Gutes Gewicht eigentlich, ne? Ja. Du hast gerade gesagt, wenn mein Freund nicht da ist. Genau. Das heißt, da gibt es einen Freund. Ja, den gibt es schon seit 3 Jahren. Das heißt, der hat dich kennengelernt, als du noch sehr moppelig warst. Ja, als ich noch richtig dick war, hat er mich kennengelernt. Stand der sehr auf dicke Frauen? Nee, aber wir kannten uns schon vorher und er mochte mich eigentlich schon immer. Durch mein Wesen halt und alles. Er hat schon immer gesagt, nimm mal ein bisschen ab und keine Ahnung. Also er hat dich unterstützt in dem Abnehmen. Genau, also wir haben dann auch, weil ich habe total ungesund abgenommen, keine Süßigkeiten, keine Kartoffeln, nix, also nur Milch und Gemüse, in dem Sinne mal eine Karotte oder so. Ja, also gesund abgenommen, nicht ungesund abgenommen. Ja, ich habe halt kein Fleisch, keine Kartoffeln, nichts gegessen, halt nur Rohkost. Und kein Süßes ist doch schon mal ganz gut. Nee, gar kein Süßes. Was sagt der Freund jetzt zu deinem Äußeren? Ja, also der hat so gesagt, ist nicht schlimm, also er liebt mich ja auch so, wie ich bin. Aber ich denke mir immer so, wenn er mich anfasst oder so. Wollte ich gerade darauf hinaus. Wenn er dich anfasst, was für ein Gefühl ist das für dich? Ja, ich lasse mich nicht anfassen. Also das heißt, ich bin dann schon abwehrend, ich stehe dann auf, mache dann irgendwas ganz schnell, damit das auch nicht so auffällt, dass ich das nicht möchte. Wie läuft das denn sexuell jetzt bei euch dann ab? Ja, also momentan gar nicht. Das letzte Mal war auf meinem Geburtstag, also das war im Januar, ist schon eine Weile her. Ja. Und deshalb nicht, weil du dich schämst, dich ganz auszuziehen und nackig da neben ihm im Bett zu liegen? Genau. Also ich lasse mich auch ungern so abends in den Arm nehmen oder mich mal, wenn er sich mal dreht, dann kommt automatisch manchmal der Arm rüber, dass der mich mal umarmt. Also da ist dann schon so ein bisschen... Das heißt, du lässt dich nicht umarmen, weil es dir peinlich ist? Genau. Weil du denkst, er sagt das zwar nicht, aber im Grunde genommen findet er das auch eklig.
Genau, weil ich denke mir, Mama, ich möchte das ja auch nicht, wenn ich mich selber kaum anfassen und mich ja selber kaum im Spiegel ertragen. Ist natürlich auch kein Dauerzustand, ne? Wenn ihr eine Beziehung habt und seit Januar keinen Sex mehr hattet, du dich schämst, dann läufst du auch nicht nackt in der Wohnung vor ihm rum. Genau, das mache ich nicht. Ich gehe auch nicht schwimmen, also wenn ich duschen gehe oder so, ich schließe mich auch grundsätzlich ein, ziemlich komplett an und dann komme ich auch erst wieder raus. Hast du Angst, dass die Beziehung dadurch sehr belastet wird? Ja, ich denke schon. Ja, glaube ich auch. Weil wie könnte sich, ich meine, du hast ja jetzt, erstmal Kompliment, das ist ja eine Riesenleistung, nochmal gesagt, wenn man 60 Kilo in einem halben Jahr abspeckt. Das heißt, da ist sehr viel Disziplin in dir drin. Ja, ich bin auch eigentlich, so bin ich auch stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Finde ich auch. So, aber wie soll es jetzt weitergehen? Es muss ja jetzt irgendwie noch eine Stufe wie noch zum Besseren folgen. Kann man da operativ was machen? Ja, man kann also operativ, ich war auch schon mal beim Schönheitschirurgen, um nachzuschauen, ob man, wie weit man was machen könnte. Ja. Also er hat gesagt, an den Beinen muss mindestens ein Kilo Haut weg. Ja. So, ja, dann der Rest auch. Also insgesamt würden man so auf 10.000 Euro kommen, alles zusammen operiert. Also. Aber die Krankenkasse stellt sich da schräg, weil dieser Gutachter von der Krankenkasse hat gesagt, also es war auch eine Frau und die hat zu mir gesagt, ich wäre 24, mein Gott, und es gäbe schlimmere Sachen. Mhm. Ich habe natürlich dann bitterlich gemeint, habe gesagt, eine Frau, die keinen Busen hat, die kriegt ein Silikonkissen gesponsert und jemand, der wirklich darunter leidet, sich für seinen Freund nicht zeigt, da ist das egal. Das ist natürlich eine zynische Bemerkung. Natürlich gibt es immer noch schlimmere Sachen. Aber du leidest ja in deiner Art und in deinem Empfinden auch sehr stark an dem Äußeren, wie du es jetzt geschildert und beschrieben hast. Genau. Ja. Das heißt, im Prinzip müsstest du darauf sparen, auf diese OP. Ja, das ist das Problem. Und dieses Sparen halt, weil ich habe eine Wohnung, also ich arbeite ja auch, aber ich musste gerade ein neues Auto kaufen, weil mein altes Auto kaputt war und da war das Ersparte natürlich dann schon wieder weg. Mhm. Du könntest natürlich auch diese Operationen so nacheinander machen. Also erst die Beine, wenn da wieder ein bisschen Geld hast, vielleicht den Bauch und eben nicht auf einen Schlag alles. Genau, das könnte man auch. Nur der Arzt hatte halt gesagt, für die seelische Belastung wäre es also schon am besten, wenn man das in zweimal macht. Ja. Also als erstes mal dann die Beine, der Bauch und dann als zweites die Oberarme und der Busen. Ja. Aber er hat gesagt, jetzt so in 4 Etappen, das würde man, also würde ich psychisch gar nicht aushalten. Naja, das muss man abwägen. Die Alternative ist es gar nicht zu machen, ne? Ja, klar. Aber ich denke mir, ich bin 24 und jetzt habe ich schon so viel abgenommen und man möchte ja auch mal schöne Sachen anziehen. Definitiv. Und du darfst auch nicht auf halber Strecke, sag ich mal, hängen bleiben. Du hast das Schwierigste eigentlich selbst schon geschafft, mit deinem Willen. Und das finde ich toll. So, und das andere muss doch irgendwie zu organisieren sein. Ich habe das auch schon im Fernsehen gesehen, solche OPs, die du da vermutlich dann vor dir hast. Wenn die gut gemacht sind, das sieht schon toll hinterher aus. Und ja, also mit den Narben kann ich auch... Ja, also Gott, die Narben sind, finde ich auch nicht so schlimm. Ja. Nur halt, dass es dann wirklich mal, weil es ist wirklich, ich denke mir immer so abends, wenn ich mich ausziehe und ich stehe vorm Spiegel, also da wirklich, ich kann mich selber nicht anfassen, wenn ich mich nach dem Duschen eincremen muss. Ehrlich, so schlimm ist es, dass du dich selbst nicht anfassen kannst. Ja, also das heißt, du findest dich optisch hässlich und berührungsmäßig auch höchst unangenehm. Genau, ich lasse mich auch kaum von meinen Eltern anfassen. Also wenn jetzt so meine Mutter, die ist also sehr liebevoll und kümmert sich auch immer ganz gut um mich, baut mich auch immer auf. Ja. Aber wenn die dann sagt, lass doch mal gucken und also nee, das geht gar nicht. Ja. Also da muss irgendwas geschehen. Ich würde mal gerne, dass du noch im Hintergrund mit meinem Psychologen sprichst. Wir wollen mal überlegen, ob es vielleicht doch irgendwo eine Möglichkeit, irgendeinen Trick oder eine Idee gibt, dass du das zumindest irgendwie zuschussmäßig finanziert bekommst. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht haben wir hier noch irgendeinen Tipp für dich parat. Oder eine schlaue Adresse, wohin du dich wenden könntest. Oh, das wäre super. Also nochmal Hut ab, dass du es geschafft hast. Danke. Und ich bin sicher, irgendwie wird es auch gut weitergehen. Du bist eine taffe Frau, glaube ich. Ja, ich hoffe. Liebe Svenja, alles Gute von Herzen. Und du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt hässlich. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich selbst sagen, ich empfinde mich hässlich oder die den Eindruck haben, dass andere sagen, dass sie hässlich sind. Ich würde auch gerne mit euch vielleicht reden, was ist euer hässlichstes Körperteil, was ihr als hässlich empfindet. Manche Menschen sagen, ich kann mit meinen Füßen, ich ertrage meine Füße nicht. Meine Füße sind so unglaublich hässlich und groß und krumm und stinken und was weiß ich. Ich mag die gar nicht zeigen, ich mag die gar nicht meiner Frau zeigen. Was ist das Körperteil, was ihr am wenigsten mögt an euch? Und wir hatten gerade das Stichwort Schönheitsoperationen. Ja, es gibt sicher sehr viele gute Seiten von Schönheitsoperationen. Manchmal ist es auch richtig und notwendig. Aber manch eine ist bei einer oder durch
durch eine Schönheitsoperation ja auch hässlich operiert worden durch sogenannte Kunstfehler und bereut es bitterlich im Nachhinein. Also, ein großes Thema, Thema hässlich. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, die bekannte kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. So, jetzt geht's weiter mit das wird eine Frau sein, Lissi. Ja, Lissi, 55, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Lissi, schön, dass du da bist. Ja, zum Thema hässlich. Ja. Ich selbst bin ein Ausbund an Hässlichkeit. Warum? Ich habe durch Krankheit keine Zähne mehr im Mund und kann auch keine Prothese tragen. Okay, das muss für dich ja wirklich ein Ausbund an Hässlichkeit sein. Stopp mal eben. Du hast keine Zähne im Mund? Ja. Aber du sprichst ganz fantastisch und ganz, ganz klar. Ja, ich habe auch sehr daran geübt. Das ist ja toll. Ich kenne das so von älteren Leuten, wenn die kein Gebiss im Mund haben, dann hört man das schon. Dann klingt das ganz anders, als wenn die Leute dann die Zähne wieder im Mund haben. Genau. Und ich habe wirklich sehr viel gesprochen. Ich habe mir selbst Bücher laut vorgelesen. Ach, das ist ja toll. Man merkt gar nichts. Du klingst so, als hättest du die tollsten Zähne im Mund. Ja, es klingt leider nur so. Ja. Jetzt erzähl mal, was für eine Krankheit du hast und was da los ist. Ich hatte Hautkrebs am Oberkiefer zuerst, und zwar war das 97. Mhm. Da musste mir die rechte Hälfte der oberen Zähne entfernt werden. Des Oberkiefers? Ja. Und die Zähne mussten oben auch weg? Die mussten weg, ja. Also der Oberkiefer ist da, aber die Zähne mussten weg, mhm, um den Hautkrebs zu entfernen. Das heißt, der Hautkrebs ist nach innen gewandert? Ja, mhm, genau. Also in den Kiefer reingegangen schon? Ja, nicht ganz. Ne? Und deswegen hat man auch die Zähne mit entfernt, damit das nicht passiert. Ah ja. Mhm. Und da habe ich noch eine Brücke bekommen. Mhm. Und 2002 dann hatte ich erneut den Hautkrebs. Mhm. Und diesmal hat man mir dann alle Zähne entfernt und eben damit durch den Druck einer Prothese, so wie das bei der Brücke passiert war, nicht erneut wieder der Krebs auftritt. Weißt du, mich wundert, du sagst immer Hautkrebs. Ich würde jetzt vermuten, nach dem, was du erzählt hast, dass es eine Form des Kiefer- oder Mundkrebses. Nein, eben nicht. Das ist ganz merkwürdig gewesen. Es waren nur so dunkle braune Flecken auf dem Gaumen. Ja. Und das ist richtig Hautkrebs. Also Hautkrebs? Ja. Im Gaumen, auf dem Gaumen? Ja. Ach, das habe ich noch nie gehört. Ja, das kommt auch nicht so oft vor, aber man kann Hautkrebs fast überall kriegen. Also auch quasi innerlich, das ist ja dann so halb innerlich, wenn man es im Mund dann... Ja, das ist halb, also auch auf den Schleimhäuten kann man Hautkrebs kriegen. Jetzt versuche mir doch mal zu erklären, wenn ich dir jetzt gegenüber säße, wie sieht das Gesicht aus? Es ist um den Mund herum natürlich eingefallen. Mhm. Also der Abstand der Oberlippe zur Nase ist nicht mehr... so wie das normal ist. Ne? Mhm, der ist etwas weniger und die Lippen sind auch ziemlich nach innen gezogen. Ja, also man sieht es dir sofort an, wenn man dich zum ersten Mal sieht, man sieht, da stimmt irgendwas nicht. Also wenn ich den Mund zu habe, dann geht das noch. Mhm. Da wird man denken, naja, toll, sieht die nicht aus. Mhm. Aber sobald ich spreche, sieht man das natürlich. Sämtliche Zähne sind weg. Ja. Und es kann kein Gebiss aufgebaut werden, weil durch den Druck... Ja, würde neu der Hautkrebs entstehen, jedenfalls die Gefahr. Die Gefahr. Groß. Bist du denn jetzt zurzeit krebsfrei im Mund? Ja, zurzeit ja. Hm. Und dieser Krebs ist hoffentlich dann nur aufgetreten, nur ist gut, also ausschließlich aufgetreten im Mundbereich, sonst am oder im Körper nicht. Im Körper nicht weiter, aber ich habe noch am Oberarm eine Hautkrebsstelle gehabt. Mm-hmm. Das ist ja ganz verrückt. Wenn man Hautkrebs vermutet, würde ich immer sagen, da geht man zum Hautarzt. Aber in deinem Fall musste der Zahnarzt das ja auch entdecken, ne? Ja, das ist auch durch den Zahnarzt entdeckt worden. Mm-hmm. Also ohne den Zahnarzt
wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Ja, wärst du vielleicht schon an den Folgen der Krankheit gestorben. Ja, genau. Abgesehen von diesen Unannehmlichkeiten, dass die Zähne alle rausgekommen sind, gab es darüber hinaus noch Operationen oder Chemotherapien oder irgend dergleichen? Nein, Chemotherapie und keine weitere Operation. Also der Hautkrebs ist entfernt worden, operativ. Aus dem Mund. Ja, genau. Ich muss dir zwischendurch jetzt nochmal ein Kompliment machen, was die Sprache anbelangt. Man hört es definitiv nicht. Ich spreche ja mit so vielen Menschen hier und habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gehör. Ich höre es nicht. Ja, es freut mich. Nicht. Das ist für mich eine Bestätigung, dass meine viele Überei einen Sinn hatte. Warst du fleißig, wirklich. Ja. Ich habe das auch sofort nach Entfernung der Zähne, habe ich auch sofort angefangen, sprechen zu üben. Ja. Du hast es gerade am Anfang ja auch gesagt, also du empfindest dich und was mit dir jetzt geschehen ist, du empfindest dich als hässlich. Ja, abgrundhässlich. Mhm. Hat das Einschränkungen, dass du beispielsweise weniger so am normalen Leben teilnimmst? Ja, ich schäme mich furchtbar, weil auch immer die Resonanz kommt in Richtung Asozialität. Ne? Ach so, weil die denken, du hast kein Geld für ein Gebiss? Oder? Ja, und nachlässig und sowas, ja. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Und das bedeutet, schränkt mich. Ja, das glaube ich, klar. Das heißt, du gehst weniger raus? Ich gehe weniger raus, ja. Aber einkaufen gehst du schon? Ich gehe einkaufen, ja. Warst du berufstätig vor der Krankheit? Nein, direkt vor der Krankheit nicht. Ich hatte vorher meine Alzheimer-kranke Mutter gepflegt. Mhm. Oh, da hast du aber auch schon einiges mitgemacht. Ja, doch, das kann man wohl sagen. Mhm. Und wollte dann eigentlich wieder in den Beruf rein, als die Sache dann kam. Was hast du vom Beruf vorher gemacht? Ich war Sozialarbeiterin früher. Ach so, ja. Und ich wollte dann wieder in den Beruf, da kam die erste Hautkrebsgeschichte. Ginge das denn rein theoretisch jetzt, mal abgesehen von deinen äußerlichen Hemmungen? Könntest du in deinem Beruf wieder arbeiten? Also ich könnte durchaus arbeiten. Allerdings bin ich ja mittlerweile auch ziemlich alt. Ich denke mal, da ist wohl keine Chance mehr. Das ist eine schlimme Aussage, wenn du sagst, dass du mit 55 schon ziemlich alt bist. Das finde ich nicht. Aber in unserer heutigen Zeit gilt das ja schon als, als sehr alt und ausgemustert. Ja, natürlich. Mhm. Und vor allen Dingen, ich bin seit vielen Jahren aus dem Beruf raus. Ich sehe da nicht mehr die Chance. Ne? Selbst wenn ich Zähne hätte, wäre es schwierig. Mhm. Aber ohne Zähne ist das also wirklich unmöglich. Na, ich sag das jetzt gerade nur mal so. Gerade wenn man als Sozialarbeiter tätig ist, spielt ja eine ganz große Rolle die Lebenserfahrung. Ja. Und die hast du ja nun wirklich, wenn du deine Mutter gepflegt hast, die Alzheimer-Krankheit. Ja, und vorher meinen Mann mit MS. Mhm. Also ist das, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, finde ich das sehr schlimm, dass solche Leute wie du dann keine Arbeit kriegen, die vielleicht mit viel größerer menschlicher Kompetenz an Dinge herangehen. Vielleicht auch als jemand, der gerade erst von der Universität kommt, ist ja auch ganz klar. Ja, also ich sehe das zwar auch so, aber das nutzt natürlich. Nee, das nutzt uns auch nichts, wenn wir es alle so sehen, ja. Ich werde mich wohl mit den Gegebenheiten abfinden müssen. Wie lebst du, Lissy? Lebst du alleine? Ja, ich bin alleinstehend. Ich bin seit vielen Jahren schon geschieden. Mhm. Und ich lebe mit dem Kater. Und dem Kater ist das völlig wurscht, ob du Zähne hast oder keine Zähne hast, ne? Ganz genau. Dem ist es wurscht. Der will gestreichelt werden und sein Fressen haben und darauf kommt es an. Ja, genau. Hast du denn bemerkt, dass nach dieser schweren Erkrankung und nachdem du äußerlich eben nicht mehr so aussiehst, wie du vorher aussahst, dass auch Leute auf Abstand zu dir gegangen sind? Ja. Ehrlich? Das empfinde ich wirklich auch als ziemlich schlimm. Ich habe gedacht, das wären Freunde. Mhm. Aber da ist ganz wenig übrig geblieben und selbst bei den wenigen ist es so, dass ich merke, überall mögen sie mich nicht dabei haben. Ach, das finde ich ganz schlimm zu hören, wirklich. Ja. Letztendlich sollten sich alle freuen, dass du im Moment krebsfrei bist, dass du das so gut hinkriegst mit dem Sprechen und alles sollte gut sein. Stattdessen grenzen die Leute dich aus. Das ist doch jämmerlich. Das ist doch schlimm, sowas zu hören. Aber das ist einfach so und naja, ich habe da wohl die falsche Auswahl an früher getroffen. Ne? Aber so ein, zwei, drei hast du noch in deinem Umfeld? Ja, aber wie gesagt, auch da merke ich, nicht überall soll ich dabei sein. Ja. Ne? Wie ist es mit Kindern von früher? Ja,
Kinder, also ich habe Kinder, einen erwachsenen Sohn. Ja. Der hat damit insofern kein Problem, da im Ausland arbeitet. Mhm. Dem wäre es aber auch egal. Dem wäre es egal. Also der wird die Mama so nehmen, wie die Mama ja, ist. Mhm. Ja, genau. Aber er arbeitet halt im Ausland und insofern habe ich dann natürlich auch nicht den Rückhalt. Ja. Aber ich will mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, er muss seine ganzen Lebenspläne ja. aufgeben, ja, ja. Nur weil ich hier irgendwie Probleme habe. Ja. Ne? Also ich höre, dass du hast es sehr schwer, aber du hast dich auch damit arrangiert und hast das so angenommen, wie das jetzt im Moment ist. Ja, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Und hast eine enorme Energie und was dieses Sprechen, diese Sprechtechnik anbelangt, dass du das hinbekommst. Ich muss es nochmal sagen, weil mich das sehr beeindruckt. Also wirklich. Liebe Lissi. Ja. Mann, ich wünsche dir wirklich von super ganzem Herzen, aber wirklich von ganzem Herzen, dass der Krebs nicht wiederkommt. Ich danke dir, Domian. Und dass sich da doch vielleicht irgendwie doch noch ein Freundeskreis oder ein, zwei nette Menschen um dich herum gesellen, die dich so akzeptieren, wie du bist. Das wäre wirklich sehr schön und das ist auch mein größter Wunsch. Vielen Dank, Domian. Alles Liebe, alles Gute, Lissi. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, heute zu unserem Thema hässlich. Und hier ist Lina. Nee, doch. Moment, hier ist sie. Lina, natürlich. 30 ja. Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, ich bin 30. Ja. Hallo Lina, ich hatte mich hier verlesen. Ja, also bei mir geht es darum, ich gehöre der Pro Anna an. Pro Anna? Pro Anna, vielleicht hast du das schon mal gehört. Was ist das? Das ist Pro-Anorexia. Und zwar ist das eine Gruppe von Leuten, die Magersucht als Lifestyle sehen und nicht als Krankheit. Jetzt ist es so. Also die Magersucht als schick sehen, sagen wir es so. Genau. Und nicht ja. als Krankheit. Genau, das und? Ist diese Red Carpet Anorexie, die momentan rumgeht. Das sieht man ja bei den ganzen Promis momentan. Und dieser Hollywood ist das jetzt gerade schick, vor ja. allem, die hast bestimmt schon mal gehört, ja. von den Jeansgröße 00 und X0 ja. und so. Ja. Ne? So und du gehörst dieser Pro-Anna-Gruppe an. Ja, genau. Das heißt, du bist auch ganz dürr. Ja, also noch nicht ganz dürr. Momentan habe ich noch 52 Kilo. Ich will aber auf ein Gewicht von 49 Kilo kommen. Jetzt ist es aber schon so, dass, gut, den Männern gefällt es bis jetzt noch, aber meine Freundinnen fangen jetzt schon an rumzumosern, von wegen, es wird jetzt aber, es geht dann schon doch an die Grenzen, man sieht Rippen. Wie groß bist du? 1,76. 1,76. Und du willst auf 49 Kilo runter. Ja. Würdest du sagen, dass du ja essgestört bist? Ja, bin ich. Das ich habe also 6 Jahre lang Bulimie gehabt. Mhm. Habe halt zugenommen früher von Antidepressiva, war da auf 90 Kilo und das sah unmöglich aus und das habe ich also 6 Jahre lang mit Unterbrechungen mal von ein paar Monaten Bulimie gehabt. Mhm. Und so, hat mich aber alles dann angewidert und ich habe dann gesagt, nee, ich muss jetzt mein Leben umstellen, ich werde jetzt Anna. So, das ist ja was ganz Merkwürdiges. Da ist jemand essgestört und krank. Das ist ja eine wirklich ernstzunehmende, sehr schwere Erkrankung. Ja. Und dann entscheidet sich diese Person, jetzt in deinem Fall Lina, entscheidet sich dazu, ich drehe den Spieß rum und sage, ich finde das ganz schick, ich finde das toll, weil es gerade angesagt ist auf der ganzen Welt. Und ja. schließe mich sogar noch dieser Vereinigung da an. Ist es so? Habe ich so richtig verstanden? Ja, es ist so, man wird süchtig danach. Das ist wie eine Sucht, Moment, was man schon so geschafft hat, abzunehmen. Ja, aber, und dann wird man immer süchtiger, noch weiter abzunehmen. Okay, das ist ja bei allen Essgestörten, oder bei sehr vielen Essgestörten Menschen ist das ja so. Ja. Aber bei dir, ich stelle es jetzt nochmal klar, du definierst alles um und sagst, ich bin nicht krank, ich bin in einer Modewelle. Ich von mir persönlich habe ja schon das dumpfe Gefühl, dass ich krank bin. Warum bist du dann dieser Gruppe beigetreten? Was heißt Gruppe beigetreten? Das ist ja kein Club oder so, aber ja. die nennen sich halt so. Also und ich, wenn mich jemand fragt von wegen, warum bist du so dünn, dann sage ich, dünn ist schick, was weiß denn ich. Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass es ausufert. Das ist so, du hast das Gefühl, dass? Dass es ausufert.
Das ist ausufert. Ja, nee, weißt du, ich habe deshalb jetzt 49 Kilo habe, dass ich dann nicht mehr aufhören kann abzunehmen, dass es dann immer hässlicher wird. Also, wenn ich habe das jetzt schon sagen, so von wegen, du hast voll das hässliche spitze Gesicht, du siehst schon voll seltsam aus. Überall gucken Rippen raus und Knochen und überall. Ich habe das jetzt so intensiv gefragt und ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Würdest du denn sagen, so hast du es gerade am Anfang erklärt, dass du dass du dich ja da jetzt auf so eine Modewelle bewusst mit draufgeworfen hast? Um mich einfach anzuspornen, jetzt wieder in meine Klamotten zu passen, weil Anfang des Jahres habe ich noch um die 70 Kilo gewogen da habe ich dann gesagt, nee, also ich will mal auf 60 und dann habe ich gesagt, oh gut, vielleicht mal 55, jetzt sind es 49 und ich habe halt jetzt das Gefühl, dass es mittlerweile in eine richtige Essstörung ausartet und das nach Ende. Ich habe das Gefühl, Lina, dass das nicht in eine Essstörung ausartet. Ich habe das Gefühl, dass du schon sehr lange an einer erheblichen Essstörung leidest. Und dieses, was du dir zurechtgebaut hast, mit diesem Lifestyle und Pro Anna oder was dieser Quatsch da heißt, das finde ich ganz schlimm, weil es dazu beiträgt, dass du dein Leben immer mehr zerstörst und deine Gesundheit. Mhm. Ich meine, mit Ratio ist es ja alles klar zu erklären, dass es Wahnsinn ist, dass du, was hast du gesagt, 55 jetzt wiegst? Und auf 49 noch runter willst bei einer Größe von 1,73 Meter. 76 sogar. Mhm. Hast du irgendwann ärztliche Hilfe in Anspruch genommen? Also ich bin in neurologischer Behandlung, aber nicht wegen meiner Essstörung. Das ist noch keinem aufgefallen. Ach, erzähl mir nichts. Du bist bei einem Neurologen? Ich bin in neurologischer Behandlung. Und die Person, dieser Arzt, hat dich noch nie darauf angesprochen, warum du so dünn bist? Nee. Du bist aber bei einem erheblich falschen Neurologen, glaube ich. Also sage ich jetzt mal mit aller... Na gut, ich meine, angezogen sieht man es nicht so, ja, aber ich meine, wenn ich mich nackig vor den Spiegel stelle, dann vorher doppelt die Brüste gehabt mit 90 Kilo, dann sind das jetzt zwei faltige Hautlappen, die darunter hängen, so gehe ich ja nicht zum Psychologen. Ich ziehe mich ja an und da fällt das dann gar nicht so auf. Weswegen bist du in neurologischer Behandlung? Wegen Depressionen, wegen allem möglichen allem Kram. Mhm. Ja. Das heißt, da gibt es auch Gespräche mit dem Arzt. Ja, und aber darüber habe ich mich bis jetzt mit dem ausgeschwiegen, ja. Warum? Mir hast du es so ganz frank und frei erzählt. Klar, du tust mich ja nicht in eine Klinik einweisen oder kannst mir sonst nichts tun. Du weißt ja nicht, wo ich wohne oder so. Oder... Du spielst mit deinem Leben, das ist klar, ne? Mhm. Was würdest du sagen, wie viele Jahre bist du schon essgestört? Seit 2001. Mhm. Schon eine lange Zeit. Ja. Und im Moment ist es so, das Thema heißt ja bei uns heute hässlich, dass Leute zu dir schon sagen, du wirst allmählich hässlich, weil du immer dürrer wirst. Ja, das war jetzt halt gerade am Wochenende der Fall. Da war eine Freundin zu Besuch, die habe ich lange nicht gesehen. Und die hat gesagt, die hat sich richtig erschrocken vor mir, als sie mich gesehen hat. Wenn du nackt, allein schon vom Gesicht her. Wenn du nackt vorm Spiegel stehst, findest du das gut, wie du aussiehst? Also ich finde es normal und ich finde, hier und da finde ich, ist noch was zu viel. Aber ansonsten, bis auf die Brüste, ist es eigentlich in Ordnung. Mhm. Das ist natürlich klar. Die meisten oder fast alle essgestörten Menschen haben da eine andere Wahrnehmung. Wenn, ich sag mal so, die normalen Leute schon sagen, mein Gott, ist das dünn, dann sieht der Essgestörte immer hier noch vielleicht ein klein bisschen, was man noch weghaben sollte. Ja, ein klein bisschen. Ich kann hier mit der ganzen Hand reinfassen in den Oberschenkel und sagen, also das ist hier noch alles fett, das muss noch weg. Hast du denn ein Bewusstsein darüber, dass du krank bist? Im Ansatz schon. Ich sage dir jetzt als komplett fremder Mensch, aufgrund der Tatsachen, der wenigen Sachen, die du mir gesagt hast, dass du schwer krank bist. Und ich sage dir aufgrund der wenigen Dinge, die du mir gesagt hast, dass ich mir große Sorgen um deine Gesundheit mache. Ja. Also ich soll es dann doch vielleicht mal mit dem Arzt. Lina, das müsstest du unbedingt sagen. Du müsstest das unbedingt ansprechen. Und es wird dich keiner wider deinen Willen in eine Klinik zerren. Mhm. Es geht alles immer nur so, wie du es auch möchtest.
Im Moment spielst du in höchstem Risiko mit Gesundheit und Leben. Und die Gefahr ist, dass du schwere Erkrankungen bekommst durch die extreme Magersucht. Die ist gegeben. Du kannst einen Kreislaufzusammenbruch haben. Es kann alles kollabieren. 20.000 andere Krankheiten wie Epilepsie, Tablettenabhängigkeit, dies, das, jenes, alles Mögliche. Das hast du. Ja. Ja, das heißt, da ist sogar schon ein labiler Körper, der noch empfindlicher und empfänglicher ist. Und wenn der Körper so abbaut und mit so wenig Nährstoffen versorgt wird, ist die Gefahr immens. Ich will dir jetzt keine Angst machen, ich sag dir einfach nur, wie sie ist. Ja. Was machst du, wie lebst du so? Hast du einen Freund, hast du eine Familie, lebst du alleine? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet sogar? Ja, ich bin verheiratet, wohne mit meinem Mann zusammen und von allem Überfluss findet er das total geil, dass ich abnehme und je dünner ich werde, desto schärfer wird er. Ist das wirklich wahr? Oder redest du dir das ein? Nein, das rede ich mir nicht ein, das ist wirklich so. Das heißt, im Moment, wenn schon so andere Leute zu dir sagen, mein Gott, wie siehst du aus, dann findet dein Mann das immer noch scharf? Ja, also der ist auch eifersüchtig auf andere Männer, die mich jetzt verstärkt mehr angucken, weil ich mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehe, dadurch, dass ich so dünn bin. Und das hat man am Wochenende gemerkt, die ganze Zeit ist er an mir geklebt in der Disco und immer wenn jemand geguckt hat, hat er sofort Küsschen hier, Küsschen da und du bist meins und so. Und weiß er denn, wie du kämpfst? Weiß er das letztendlich? Er weiß alles. Er weiß alles. Er weiß, dass ich früher gekotzt habe, er weiß alles. Das heißt, er weiß, dass da eine Erkrankung vorliegt? Ja, aber ihm ist, für ihn ist das keine Erkrankung. Nicht klar, was das für Auswirkungen hat. Bist du berufstätig auch? Nee, ich bin schon in Rente. Du bist schon in Rente? Mit 30 Jahren? Ja. Durch die anderen Erkrankungen, durch die du gerade... Durch die anderen psychischen Erkrankungen, ja. Ich bin nicht gesellschaftsfähig und ja. Ich kann noch nicht mal in Kur geschickt werden. Also Lina, umso dringlicher, ich weiß ja jetzt nicht, wie groß das Spektrum der anderen Erkrankungen ist, das müssen wir auch gar nicht jetzt hier thematisieren. Umso dringlicher finde ich, wenn du ein gutes Gefühl zu diesem Arzt hast, zu dem du gehst, wenn du den einigermaßen okay findest, dann sag ihm das. Und wenn es mit ihm nicht weiter zu thematisieren ist, dann versuche einen anderen Arzt zu finden. Ich möchte aber auch auf jeden Fall, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen jetzt sprichst. Einverstanden? Mhm. Ja? Alles klar, okay. Liebe Lina, ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Alles klar, danke schön. Alles Liebe, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Claudia. Claudia ist 34. Guten Morgen. Morgen. Hallo Claudia. Hallo. Du hast dich auch zu unserem Thema hässlich, oder? Genau. Ja, hässlich gemeldet. Warum? Ja. Ich bin dick. Ja. Ich bin 1,72 groß und wiege 140 Kilo. Ja. Und fühle mich hässlich, eben halt durch das Gewicht. Ja. Und aber mein Freund, der findet mich total süß und auch andere Freunde, aber ich kann das irgendwie nicht glauben, weil ich mich eben halt so hässlich fühle. Du bist, was habe ich gesagt, 34 Jahre alt. Ja. Wie lange bist du schon so dick? Seit dem 16. Lebensjahr. Wie kam das damals? Ich habe mich in der Familie nicht geliebt gefühlt und dadurch habe ich eine Fresssucht bekommen. Ach so. Ich leide unter Adipositas. Das heißt? Fresssucht. Das heißt Fresssucht. Ja. Ich war in der Klinik, habe Therapie gemacht, aber das hat irgendwie nichts gebracht. Im Gegenteil, habe das gleiche Gewicht behalten wie vorher auch. Ja. Wie viel verzehrst du denn so am Tag? Fangen wir mal am Morgen an. Frühstück. Was isst du zum Frühstück? Ein halbes Toastbrot. Ja, das ist nicht viel. Ja, aber gut belegt. Ach, ein halbes Toastbrot. Ich habe eine halbe Toastbrotschnitte gerade gedacht. Ein halbes Toastbrot. Ja, das ist schon was eigentlich klar. Das wahrscheinlich auch ordentlich belegt ist mit Marmelade, Käse, Wurst. Nutella. Nutella und Käse. So, wann gibt es die nächste Mahlzeit? Verschieden. Manchmal abends. Wie mit? Mittags zwischendurch überhaupt nichts. Und dann abends eben halt so zwei Pakete Gyros. Ja. Mit Reis und eben halt fetthaltige Sachen. Ja, aber zwischendurch gar nichts? Keine Süßigkeiten, keine Cola? Ich glaube mal so Tüte Chips und zwei, drei Flaschen Cola. Ja, das zieht natürlich volle Kanne rein. Ja. Das ist klar, ne? Und mittags isst du kein warmes Essen, keine Hauptmahlzeit? Wie kommt das? Nein, da habe ich einfach keinen Appetit. Mhm.
Ja gut, aber wenn du eine Tüte Chips hier da reinziehst oder weiß ich jetzt, zwei Großpackungen Mars oder so, dann sind die Kalorien natürlich gegeben. So ist es. Mhm. Wenn du sagst, dein Partner findet dich so süß, wie du bist. Ja. Mhm. Er akzeptiert, er hat mich so kennengelernt. Ja. Und er sagt, ich liebe jedes Gramm, was ich überhaupt habe. Ja. Liebt er an mich. Und das heißt, er fässt dich auch an und er streichelt dich. Und wir hatten ja gerade das Gespräch mit der Svenja am Anfang, die sich schon zurückgezogen hat, wenn der Partner sie angefasst hat. Das ist bei dir nicht so. Nein. Also ihr habt auch Sex miteinander und Erotik, das läuft alles. Ja, alles. Mhm. Wie geht es dir sonst gesundheitlich? Wenn man so viele Funde drauf hat, ist ja alles gefährdet. Ja, ich igel mich viel ein, ich sitze viel zu Hause. Also bewegst dich auch nicht viel? Nicht wirklich. Mhm. Am besten so gut wie gar nicht. Mhm. Eben halt auch, ich habe auch Depressionen dadurch bekommen. Ja, also. Und auch keine Lust zu irgendetwas. Eins ergibt immer das andere dann, ne? Ja. Mhm. Genau. Hast du sonst denn irgendwelche Beschwerden? Kreislauf, Herz, Nein, Magen? Nicht. Gar nichts, ne? Nein. Ja, eine Weile oder eine ganze Weile hält dein Körper das aus und dann irgendwann kracht es volle Kanne rein. Wenn man so viel Funde hat, sich dann nicht bewegt und dann noch so ungesund ernährt, ist das natürlich die Hölle für den Organismus. Ja. Mhm. Hast du denn schon mal Versuche unternommen, runterzukommen? Ja, schon mehrere Diäten gemacht und hat irgendwie alles nicht gebracht. Mhm. Im Gegenteil, eine Weile habe ich es ausgehalten und dann ging es wieder los. Mhm. Dann wurde ich enttäuscht, dann hatte ich Partners und dann wurde ich von denen enttäuscht und dann ging die Fresssucht wieder los. Ja. Also das ist ja schon kurios. Das ist ja in diesem Fall so, dass du dich selbst hässlich findest, aber deine ganze Umwelt, die dich umgibt, die sagen, ach, ist doch nett und es passt zu ihr, es ist ihr Stil und so weiter. Ja, genau. Nur ich selber akzeptiere mich so nicht, wie ich bin. Das heißt, du magst dich auch gar nicht gerne im Spiegel angucken? Oh, überhaupt nicht, am besten gar nicht. Mm-hmm. Hast du wahrscheinlich dann auch, schämst du dich in ein Schwimmbad zu gehen oder in eine Sauna? In eine Sauna gehe ich nicht, nee. Gehst du nicht. Und wie ist es so im Sommer, wenn man so ein bisschen leichter bekleidet ist? Das macht mir nichts aus. Das macht halt weite Klamotten, ne? Weite Klamotten, Damit das nicht so auffällt. Mm-hmm. Du bist auch nicht berufstätig? Nein. Nee. Mm-hmm. Warst du mal berufstätig? Ja. Was hast du gemacht? Da war ich noch weniger. Ich habe als Kindergärtnerin gearbeitet, gearbeitet. Ich habe mal verschiedene Jobs gemacht. Mhm. Du bist ja erst 34 Jahre alt. Ja. Eigentlich ist das ja keine Perspektive, sagen wir mal, die nächsten 40, 50 Jahre immer noch dicker werdend zu Hause zu sitzen, ne? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist das ja schrecklich. Und wenn du schon sagst, dass du auch Depressionen dabei hast und es spricht ja alles dagegen. Du fühlst dich unwohl, du fühlst dich hässlich, es ist ungesund für den Körper und so weiter. Genau. Also muss was passieren. Ich weiß, aber ich kann es nicht. Das ist keine Entschuldigung. Ja, ich weiß. Das ich kann nicht, gibt's nicht. Genau, ja. Ich kann nicht, gibt's nicht. Ich schaffe es einfach alleine. Du musst, wenn du es alleine nicht schaffst, dann musst du versuchen, dass du das mit ärztlicher Hilfe, vielleicht sogar in einer Klinik, dass du es dann gemeinsam mit anderen Leuten schaffst. Ich war ja schon mal in einer Klinik und da habe ich es ja auch nicht geschafft. Dann war es die falsche und dann muss es nochmal. Ich war 8 Wochen sogar in der Klinik. Mhm. Und bin mit dem gleichen Gewicht nach Hause gegangen, wie ich da reingegangen bin. Falsche Klinik vielleicht, falsche Einstellung. Aber weißt du, das ist immer das alte Lied. Auch wenn es ein paar Mal nicht geklappt hat, ist das ja nicht das Argument, dass es nicht irgendwann mal klappen könnte. Ja, das stimmt. Du hast ja gar keine andere Möglichkeit, als es immer und immer wieder zu versuchen. Mhm. Wenn du es nicht versuchst, gibst du dich auf. Habe ich schon. Das ist aber ein schlimmer Satz, wenn du sagst, mit 34 habe ich mich aufgegeben. Ich weiß. Da muss man doch noch was machen. Was sagt denn dein Mann dazu, Claudia, dass es dir seelisch nicht so gut geht dabei? Ich rede mit ihm da nicht drüber. Meinst du nicht, dass er das so ein bisschen mitkriegt? Nee. Ja. Nee. Wir sehen uns nicht so häufig. Mhm. Wir haben eine Fernbeziehung. Ach so. Das heißt, diese ganze Traurigkeit wegen deines Äußeren, das frisst du alles so auch noch in dich hinein seelisch? Ja. Und hast auch kaum jemanden oder vielleicht sogar niemanden, mit dem du darüber sprechen kannst? Ja. Mhm. Da war das ja schon mal ein guter Schritt, dass du hier angerufen hast.
Ich habe schon öfter mal probiert anzurufen, aber bin meistens nicht durchgekommen. Ja, aber umso besser, dass es heute geklappt hat. Ja. Weil das ist ja nun der erste Schritt, wenn man zum ersten Mal einfach mal sich der Seele ein bisschen Luft macht. Mhm. Ich sag dir, mit 34 gibt man sich noch nicht auf. Und du auch nicht. Du klingst nicht wie eine Frau, die sich grundsätzlich aufgegeben hat. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du klingst wie eine Frau, die große Probleme hat. Ja, das respektiere ich auch. Und die sich ja schon viel unternommen hat und auch schon viel Frust hat einstecken müssen. Ja, sehr viel. Ja. Aber du klingst auch wie eine Frau, die noch Reserven hat. Die das nur... Das mag sein. Bitte? Das mag sein. Ja, das glaube ich schon. Die nur an der richtigen Stelle halt auch rausgeholt werden müssen. Und wenn du das nicht so alleine schaffst, dann muss man das mit einem entsprechenden fachkundigen Menschen machen. Schaffe ich auch alleine nicht. Mhm, das glaube ich dir auch. Also, aber wenn du entscheidest, dass du es willst, ist das schon mal eine ganz wichtige Sache. Mhm. Wenn du sagst, ich will und sagst, okay, ich hole mir auch noch Hilfe von außen, dann können... Ich will es ja, aber ich schaffe es eben halt nicht. Mhm. Pass mal auf, Claudia, wir versuchen jetzt mal gemeinsam zu überlegen, was für dich der richtige Weg wäre in deiner Situation. Mhm. Das weiß ich nicht, das muss jetzt ein Fachmann machen, das macht mein Psychologe jetzt. Ich habe einen Therapeuten. Ja, egal. Wir reden jetzt auch nochmal mit meinem Psychologen darüber. Wenn du sagst, du hast einen Therapeuten, hast du denn mit deinem Therapeuten noch nie über diese Problematik gesprochen? Doch, ich bin dann, aber wenn es so richtig tief ging, bin ich geflüchtet. Mhm. So im wahrsten Sinne des Wortes, rausgelaufen oder hast du nichts mehr gesagt? Ich bin rausgelaufen. Mhm. Weil ich davon nicht hören will. Mhm. Aber guck mal, du hast jetzt hier freiwillig angerufen und wir bohren richtig in der Wunde. Ja. Und du hältst es aus. Ist doch super. Ja. Ja, aber es ist toll, es ist doch super. Das ist doch so ein toller Anfang, wenn du bei deinem Psychologen wegläufst und wir unterhalten uns hier nur ein paar Minuten und reden schon gleich Tacheles. Das ist doch ein toller Ansatz, den man jetzt nur weiterführen muss. Ja. Claudia, ich fände das jetzt klasse, dass du hier bei mir warst. Jetzt legst du bitte auf. Und dann kriegst du von uns heute Nacht oder gleich noch einen Anruf von meinem Psychologen, von dem Peter. Ja. Und da wird gemeinsam beraten, was du vielleicht noch genauer und gezielter machen kannst. Ja? Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, darfst du auch. Juli, ich hab dich ganz doll lieb. Wie heißt er, Uli? Juli. Juli, ah. Genau. Claudia, legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Und kann ich eine Autogrammkarte von dir haben? Ja, dann sagst du meinem Psychologen deine Adresse und dann kriegst du sie. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1:43 übrigens, auf die Sekunde, falls es euch interessiert. Unser Thema heute Nacht heißt hässlich. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich sagen, dass sie hässlich sind. Oder vielleicht auch mit Menschen, die mit einem Partner zusammen sind, den alle Welt für hässlich hält. Aber ihr mögt ihn und ihr nehmt ihn so an, wie er ist. Oder vielleicht auch mit jemandem, der plötzlich durch einen Unfall oder durch eine Krankheit entstellt wurde und nicht mehr so unseren schrecklichen Normen, sage ich mal, der Schönheit und Glattheit und Jugend entspricht und vielleicht deshalb auch große Schwierigkeiten hat. Martina ist hier. Martina ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Martina. Hallo. Ich bin Lisa Plenske. Du bist Lisa Plenske? Ja. Sagt dir das was? Ja, sag mir, ich rate jetzt gerade im Hinterkopf, Lisa Plenske, wer war das nochmal? Das war von Verliebten Berlin, die dann plötzlich schön geworden ist. Aber du bist es jetzt nicht wirklich? Nein, natürlich nicht. Jetzt war ich mal wirklich völlig, ich habe die Serie nämlich nie geguckt, ja, aber der Name war mir schon bekannt irgendwie. Ja, aber ich kann sagen, das ist eigentlich fast meine Geschichte gewesen. Also ich war mal hässlich, also unscheinbar eigentlich. Ich habe nichts aus mir gemacht. Und ja. Dann bin ich plötzlich... Du hattest mal Desiree Nick in deiner Sendung. Ja, hatte ich, ja. Und da hattest du von ihr ein Bild eingeblendet, wo die also völlig privat aussah, ungeschminkt. Völlig. Da hast du gesagt, unglaublich. Unglaublich, genau. Und so ist es bei mir auch. Also vom hässlichen Entlein zum Schwan. Genau, hm. Wirklich, was du willst. Also du hast gerade gesagt, du warst unscheinbar. Warst du auch wirklich hässlich, was man so hässlich nennt? Man sagt dann ja hässlich. Warum? Was war denn da hässlich dran? Ja, ich hatte also Straßenköterfarbe, also Haarfarbe. Was für eine Farbe? Ich hatte so eine Straßenköterfarbe. Ach, Straßenköterfarbe, so. Mhm. Ja, also so graublond. Und dann hatte ich eine Brille
und hatte keine schönen Zähne. Und das habe ich, wie gesagt, alles, 2000 war das, dieser Umbruch, habe ich alles gemacht. Ich habe mich völlig verändert. Ich bin also jetzt, ja, man beobachtet manchmal so bei Superstars auch so, dass die sich plötzlich so total verändern. Wie hast du das denn gemacht? Wie ist denn diese Veränderung vollzogen worden? Also ich habe mich schlau gemacht über Bücher, über Magazine, wie man sich richtig schminkt, also wie man sich typgerecht verändert. Ja. Ich habe also plötzlich platinblonde Haare gehabt, also wie so eine Schauspielerin. Also ich sehe jetzt wirklich aus wie eine Schauspielerin. Aber du hast keine Schönheits-OP machen lassen? Irgendwas. Nein, das kann man alles mit, wenn man ein bisschen geschickt ist und weiß, wie man es macht, kann man das alles mit Make-up und Frisur machen. Hast du gehungert, um eine bessere Figur zu kriegen noch? Ich habe auch Diät gemacht. Ja, ich mache auch jeden Tag immer noch Sport auf so einem Fahrrad. Ja. Zu Hause. Und also ich habe wirklich viel an mir gearbeitet. Wie viel wiegst du heute? Das möchte ich nicht so sagen. Also ich bin immer noch nicht ganz schlank. Aber naja, es hat, also damals war es eine Menge mehr. Also aber also im normalen Bereich wiegst du? Ich würde sagen, so heller von Sinnen. Ach so, ja, das ist ja doch nicht so ganz rank und schlank. Aber das, bei einer größeren 1,78, das geht, glaube ich. Also das würde ich definitiv sagen. Ja. Und halt, wie gesagt, es ist halt vom Gesicht her auch, es ist einfach, wie gesagt, wirklich unglaublich. Also wenn man sieht, wie es vorher aussah und wie es jetzt aussieht, das kann man, also könnte man nicht glauben, es ist wie eine Veränderung. Also Frisur hat viel ausgemacht, Kosmetik und Schminke hat viel ausgemacht. Alles praktisch, man wie so ein Star gemacht wird. Zähne, was hast du mit den Zähnen irgendwas gemacht? Ich war beim Zahnarzt und habe das also alles richten lassen, weil die waren auch schief, da waren Lücken und das habe ich alles machen lassen. Ah, wie schade, dass ich kein Bild von dir habe. Ich habe schon zu deinem Kollegen gesagt, ich würde das gerne machen, wenn ich die Möglichkeit hätte, mal vorher nachher schicken. Ja, das wäre sicher sehr interessant. Wie hat denn deine Umwelt darauf reagiert, wenn plötzlich aus Martina, der Hässlichen, Martina der Star wurde? Ja, sehr, sehr verwirrt. Also sehr, sehr, sehr unsicher eigentlich am Anfang und wussten eigentlich nicht, wie sie damit umgehen sollten. Weil manche waren also sind vom Hocker gefallen. Ja. Und ja, als ich das erste Mal so aufgetaucht bin, das war also wirklich dieses Unbelievable. Hast du das von heute auf morgen gemacht oder so allmählich? Nein, das kann man natürlich nicht von heute auf morgen. Es hat sich so, naja, wie lange hat das gedauert? So einen Monat ungefähr, kann man sagen. Das ist recht wenig, finde ich, für so eine gute. Ja, aber ich habe auch dann gesagt, so jetzt oder gar nicht. Und wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann werde ich alt und grau und werde irgendwann so enden und das möchte ich nicht. Wie war es denn mit den Klamotten? Hast du die Klamotten auch umgestellt? Ja, ich hatte also früher grässliche Klamotten. Ganz grässlich. Und ich bin jetzt also so, ich trage jetzt nur noch schwarz. Mhm. Also alles nur noch total schick und mit Schmuck. Alles passend halt. Und ich bin so glücklich wie nie. Das ist einfach toll. Du warst so Ende 30, als du das gemacht hast. Ja, also 2000 habe ich das gemacht. Genau. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Wechsel vollziehen wolltest? Das hat mich, wurde ich auch schon gefragt, vorhin, ich kann es nicht erklären. Ich habe, gut, es war zwar immer so ein bisschen Druck auch von den Bekannten und Freunden, und die haben gesagt, jetzt mach doch mal ein bisschen was, du kannst was. Mach doch mal was aus dir. Eben, ne? Also das ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich es erst recht nicht gemacht. Ich habe dann irgendwann selber halt, das ist also irgendwann von selber gekommen. Das kann man, das ist so wie dieser Klick, wenn man abnehmen will, das ja. Kann doch passieren. Bist du heterosexuell? Ja. Ja, wie hat die Männerwelt darauf reagiert? Aha. Ah, da kommt ein Lachen. Genau. Da haben die Jungs angebissen. Ich verfüge über eine hervorragend große Oberweite, die ich auch immer zur Schau stelle. Und zwar so zur Schau stelle halt so Dolly Buster-mäßig. Ja. Und es kippen alle so regelmäßig die Männer um. Du machst mich ja völlig neugierig. Ja. Also sowas. Es ist also manchmal schon, dass also dann irgendwie Leute sagen, also komm, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten, das muss jetzt nicht sein. Ich bin jetzt mal irgendwie davon ausgegangen, ohne dass du es gesagt hast, ich weiß gar nicht warum, dass du solo bist. Bist du solo? Nee, ich bin nicht solo. Also was für eine dumme Idee überhaupt. Bist du jetzt mit deinem jetzigen Freund zusammen, seitdem du die Umwandlung vollzogen hast? Ja, eigentlich, ich habe ihn danach kennengelernt. Danach, ah ja. Und wenn der aber die Bilder von vorher sieht, dann hätte er gesagt, nee, die hätte ich nicht genommen. Ich nehme es an. Aber das ist wirklich, was du gerade gesagt hast, so dieses Huch, das kann nicht wahr sein. Also wenn man dann diese Oberweite auch noch dazu sieht, es ist halt so ein Gesamtkunstwerk. Ja, aber wenn du dich wohlfühlst, ist doch super. Super, ja. Du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie so eine Maskerade da spazieren trägst? Nein, ich glaube, das bin ich wirklich jetzt. Wie viel Zeit brauchst du, das ist bei euch Frauen ja immer so eine große Frage, um dich richtig zurecht zu brezeln, um dann vor die Tür zu gehen? Eine Stunde. Ja, also wenn's gut läuft. Ja. Und aber manchmal ist auch dann, da muss man ja manchmal auch, wenn da müssen die Haare noch, das ist halt, kommt immer darauf an, wie die Tagesform auch ist. Ne? Ja. Aber wenn du nichts machen würdest, dann siehst du noch so ähnlich aus wie vorher. Genau so sagen, würde ich ja sagen, ja, bis auf die Haarfarbe halt. Ne? Die Haarfarbe, die Zähne sind anders, ja.
Ja, aber dann würde man sagen, ach, da ist sie ja wieder. Ja. Und du bereust es nicht und es ist dir nicht lästig? Nein, um Gottes Willen, ich fühle mich wirklich wie ein Star. Das ist jetzt, vielleicht ist ein bisschen überheblich. Was machst du vom Beruf? Ich bin Hausfrau. Nichts gegen Hausfrau, aber dann machst du dich immer schön für dich selbst. Und wenn du halt durch... Ich gehe ja auch viel weg und das ist also... Und ich brauche das auch. Ja? Diese Blicke, die brauche ich einfach. Hast du ein Kind oder Kinder? Nein, habe ich nicht. Ich liebe das auch, wenn ich also dann in meine Stammkneipe zum Beispiel komme und dann auch mal Männer da reinkommen, die da nicht immer sind, also so Laufkundschaft, wie man sagt. Ja. Und dass ich die also völlig verrückt mache, das macht mir richtig Spaß. Ja, du sollst die nicht zu sehr verrückt machen, du hast ja einen Mann zu Hause. Ja, aber ich weiß auch, wie weit ich, also ich um Himmels Willen, so meine ich das jetzt nicht. Aber nee, ist schon klar. Ist in Ordnung. Ja. Würdest du das ist immer so die Frage bei diesen ganzen Sachen, die man so äußerlich an sich macht. Nehmen wir mal an, du würdest, eine Spekulation. Du würdest ein Jahr auf einer Insel ganz alleine leben müssen. Mhm. Würdest du das da auch machen? Ja, wenn ich ganz allein bin. Nee, ne? Man macht es dann doch immer irgendwie für die anderen Leute. Das stimmt auch, ja. Wenn man ganz alleine wäre, würde man denken, oh Gott, ist egal. Ja, da sieht mich dann keiner. Da sieht dich keiner, nur die Fische oder so. Manchmal ist es aber auch so, dass ich auch manchmal froh bin, wenn ich es mal nicht machen brauche und ich in meinen vier Wänden bin und einfach mal sagen kann, das kann ich einfach so sein. Ja. Erstmal, ne? Nicht so dieses, das ist halt so ein Druck auch. Ja, bisschen, ne? Ich stelle mir das wirklich bei euch Frauen mit dieser ganzen Schminkeie auch so nervig vor, das immer machen zu müssen. Und dann muss macht doch aber auch Spaß. Ja, aber dann muss es im Urlaub doch mal eine Wohltat sein, wenn man sagt, ah, jetzt nix, ich bin jetzt wie ich bin und gehe so raus und. Aber nee, das ist dann, also sobald Öffentlichkeit ins Spiel kommt, dann muss alles stimmen. Das heißt, wenn du zum Müllcontainer gehst, musst du auch aufgebrezelt sein. So sieht es aus, ja. Ja, ist eine gute Geschichte. Also zum Beispiel, ich habe das auch so manchmal, wenn dann irgendwer klingelt und irgendwas möchte, so ein Boot oder so, Moment, ich muss mal ganz kurz, kleinen Moment. Ist klar. Um dann das Nötigste wenigstens zu machen, dass ich dann so ungeschminkt, unglaublich, das will ich nicht machen. Also. Ich glaube, die Desiree Nick hat mir damals erzählt, dass sie sich nur so für ihre öffentlichen Auftritte so aufbrezelt. Hm. Dass man sie in Berlin gar nicht erkennt, großartig, wenn sie einkaufen geht, weil die ganz anders aussieht und... Das eben so ihre Rolle halt auch ist, ne? Und das ist halt auch, das würde ich, also ich kann mich ja so wirklich total so mit ihr vergleichen, weil also wenn ich dieses Bild gesehen habe, wo ich das Bild gesehen habe, habe ich gesagt, das ist also das ist wirklich, das bin ich. Also so sehe ich, also ich meine, das sah grauenvoll aus, wenn man ehrlich ist, ja? Ja, wir waren auch ganz baff, als wir das Foto entdeckt hatten damals, ja. Ja. Ja, aber sie steht da ja auch zu und sagt nur, so war es halt oder so bin ich halt und so ist es. Liebe Martina, danke für dein. Das Letzte, was ich sagen muss, das Ergebnis zählt. Bitte? Das Ergebnis zählt, finde ich. Das Ergebnis fehlt? Das Ergebnis zählt. Das Ergebnis zählt, ja. Ja, ne? Ja, definitiv. Danke für den Anruf und für die nette Geschichte. Danke dir auch. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. So, jetzt sind wir verbunden mit dem Thorsten. Thorsten ist 25 Jahre alt. Hallo, ja, hallo. Thorsten. Hallo Thorsten. Du bist der erste Mann, glaube ich, heute. Ja, der erste Mann, tatsächlich. Ich habe ein kleines Problem. Ich bin bei 2 Jahren mit meiner Freundin, also verlobt. Mhm. Und das Problem ist, ich traue mir vor sie nicht aufzuziehen. Warum nicht? Weil ich habe auf den Rücken Brandnarben von früher, weil ich wurde früher in der Kindheit von meinem Vater vergewaltigt. Ja. Weil er war streng Alkoholiker. Ja. Er hat dich vergewaltigt und dein Rücken hat er verbrannt. Ja, mit Zigaretten. Ach so, mit Zigaretten. Er hat die bei mir immer ausgedrückt. Während er dich vergewaltigt hat? Also, so kann man es eigentlich sagen, missbraucht, kann man dazu sagen. Hm. Also vergewaltigt selber nicht, also missbraucht eher. Also es war kein sexueller Missbrauch? Nein. Sexuell war da nichts bei, aber er hat dich sehr, 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 er hat dir schlimme Sachen angetan, hat dich geschlagen und gequält. Ja, das hat er. Ja, Das heißt, der ganze Rücken ist überzogen mit Brandwunden, mit Narben. Und ich traue mich nicht vor meine Freundin, mich zu entblößen. Hm. Du wart ja, seid ja aber schon 2 Jahre, sagst du, zusammen, ne? Ja, und ich habe ihr das noch nie erzählt, wieso, weswegen. Sie weiß, sie hat das auch noch nicht gesehen, die Brandnarben, und ich habe ihr auch darüber noch nichts erzählt. Hattet ihr denn noch gar keinen Sex miteinander? Doch schon, aber im Dunkeln eher. Im Dunkeln, Ja. Sind die Brandnarben ausschließlich auf dem Rücken oder auf dem Bauch, Brust oder so? Nee, auf dem Rücken. Wie würdest du mir das beschreiben? Sieht das sehr schlimm aus, wie so eine Kraterlandschaft? Ist es rot? Ja, genau.
Rot? Es ist rot, also das merke ich auch heute noch. Wenn so ein kleiner Wetterumschlag ist, dann merke ich die Wunden immer noch. Da tut es weh. Ja. Mhm. Lass mich nochmal bitte kurz was zu deinem Vater fragen. Wie viele Jahre hat der Mann dich so gequält? Von 7 bis 10 Jahre alt. Wo ich 7 gewesen war, fing es an. Bis zu meinem 10. Lebensjahr. Und was ist danach geschehen? Bist du dann in ein Heim gekommen? Nein, danach, die Schule ist dahin, im Sportunterricht, also nach dem Sportunterricht dahinter gekommen. Ach so. Weil ich habe mich in einer Einzelkabine umgezogen. Mhm. Und dann wurde ich dann gefragt, was los ist mit mir, warum ich mich so zurückziehe. Dann habe ich denen das erzählt, was passiert ist. Mhm. Und dann habe ich immer so verschwiegen. Ja. Und nachdem du das gesagt hattest, dann hatte ich dann auch ein Gespräch mit dem Direktor gehabt der Schule aus. Und dann haben wir dann beim Jugendamt angerufen. Mhm. Und dann bist du dann weg? Wurde der dann angezeigt. Ach so. Und dann ist der aus der Familie rausgekommen, der Vater. Genau. Und du bist dann bei deiner Mutter aufgewachsen oder wie ging das weiter? Er war dann auch für 2 Jahre im Gefängnis. Mhm. Und in der Zeit haben sich meine Familie getrennt, also meine Eltern, und dann bin ich bei meiner Mutter groß geworden. Ach so. Und die Mutter hat dich ordentlich behandelt? Genau. Ja. Und hat die das denn damals mitbekommen, als dein Vater dich so gequält hat? Und sie hat auch versucht, immer dazwischen zu gehen. Hat es nicht geschafft? Nein. Mhm. Jetzt, weil sie war dafür zu schwach. So, Thorsten, jetzt will ich dir aber ganz, die Sendezeit nämlich gleich rum, ich gucke ja auf die Uhr, aber ganz dringend noch was sagen. Ja. Oder eine kurze Frage. Hast du deine Freundin sehr lieb? Ja. Hast du den Eindruck, dass sie dich auch sehr lieb hat? Ja, habe ich. So. Dann gibt es überhaupt gar keine andere Wahl mehr, als dass du ihr das so offen erzählst, wie du es mir erzählt hast. Ja. Erstmal erzählen. Ich garantiere dir, wenn sie dich wirklich lieb hat, dass sie dich genauso lieb hat wie vorher und dass sie dich auch mit deinem vernarbten Rücken gerne hat. Mhm. Und ich glaube, dass das eure Beziehung und für dich das ganze Leben leichter macht, weil du so ja immer wahrscheinlich ein bisschen Scham hast und verspannt bist und unsicher bist, dass du den Rücken nicht zeigst. Es gibt ja viele Situationen, auch im Sommer, wo man sich vielleicht mal den Oberkörper frei macht und du tust es nicht. Ja, stimmt. Ich würde ihr ganz einfach mal das alles erzählen, was früher vorgefallen ist, die ganze Geschichte. Und es ihr dann auch mal zeigen. Sie ist deine Freundin und das ist der Mensch, der dir am nächsten ist. Das ist der intimste Mensch. Das stimmt. Und da kann man das auch machen. Mhm. Hast du ihr denn schon mal erzählt, dass du so eine schwere Kindheit hattest? Das habe ich ihr erzählt, dass ich eine schwere Kindheit hatte. Aber was genau vorfiel, habe ich ihr nicht erzählt. Mhm, mh. Du kennst sie ja viel, viel besser als ich. Ich kenne sie ja gar nicht. Ja. Was glaubst du denn, wie sie darauf reagiert, wenn du es erzählst? Dann wird sie bestimmt fragen, warum hast du mir das nicht am Anfang erzählt? Hat sie recht, ne? Hat sie recht. Ja, aber erstmal den inneren Schweinehund überwinden. Genau, verstehe ich auch. Aber wenn sie das schon sagt, ist das ja schon ein tolles Zeichen, weil sie nimmt dich ja so, wie du bist. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, Thorsten, das so schnell wie möglich ihr zu sagen. Ich glaube, dass du dich viel besser fühlst. Und für sie ist es sicher auch vielleicht hat sie auch schon immer gespürt, da ist irgendwas, was er mir nicht erzählen will. Und dann ist es raus und es ist gut. Gut. Ja, lieber Thorsten. Gut, weiß ich Bescheid. Ich wünsche dich alles Liebe und alles Gute, dir und deiner Freundin. Ja. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. Unser Thema hässlich. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen sind wir natürlich wieder da, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie immer mit einer freien Nacht, einer freien Themennacht. Ihr könnt uns auch morgen, wie immer, ab 0 Uhr erreichen unter 0800 220 5050. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Ihr könnt immer mailen unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, vergesst bitte nie, eure Telefonnummer aufzuschreiben, damit wir euch dann auch gegebenenfalls zurückrufen können. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen.